Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Runde Animal Crossing New Horizons. Gestern war Rainer da. Das war sehr schön. Und heute müsste das Museum, glaube ich, fertig sein. Und Melinda hat uns mal wieder was zu erzählen. Ist es zu glauben? Nimmerland hat die Erlaubnis erhalten, das Museum zu erweitern. Das Museum ist heute wegen Umbaus geschlossen. Ich bin mir sicher, dass sich das Warten lohnt. Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu verzeihen. Bitte besuchen Sie morgen die neuen Räumlichkeiten. Alter Schwede, ey. Ja, sorry, ne? Ich musste kurz aufs Handy gucken und dann war ich richtig verwirrt. Eugen hat mich gebeten, diese Nachricht weiterzuleiten. Ich hoffe, seine Vorfreude ist rübergekommen. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Okay, ich bin mal gespannt, ob Rainer heute wieder da ist. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, ob das Schiff da ist. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man ihn dreimal anlabert, dann bekommt man das Geschäft. Nee, das Schiff ist nicht da. Sehen wir schon auf der Karte. Gestern war das nämlich da markiert worden. Genau. So. Die habe ich hier nicht geerntet, hatte ich null Lust zu. Aber das Rezept, das holen wir uns. Das holen wir uns. So, wo ist es denn? Wie viel Geld habe ich? 25.000 Reiters fürs Einkaufen? Mal schauen. Im Notfall muss ich doch die Früchte hier holen. Weil ich wollte eigentlich nicht mehr so viel von der Bank runternehmen. Aber wir haben den Kredit abgeschlossen. Das haben wir letzten... Also das habe ich gestern noch gemacht. Oder war es schon in der Folge? Ne, ich glaube, ich habe es gestern Abend gemacht. Genau. Oh, da haben wir ein Dings. Und dann noch die neuen Blumen noch gießen. Das würde mich auch noch interessieren, wie die aussehen. Ach man, das Spiel ist echt schön. Echt gut geworden. So, okay, da links waren die Blumen. Okay, komm, gehen wir mal eben hin. Sonst vergesse ich das wieder. Und gieß die Blumen mal eben mit meiner süßen Elefantengießkanne. Ach, ist sie nicht süß. Finde ich cool, dass es sowas jetzt hier gibt. Finde ich sehr cool. So. Es werden hier bestimmt interessante Blumen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier raus wird. Genauso wie hier oben. Die sehen nämlich richtig komisch aus hier. Oh, habe ich ein bisschen. Egal. Aber ich möchte eigentlich, dass ihr gleichzeitig wächst. Also doch nicht egal. Und der Kasten ist gefühlt kleiner als das Museum an sich. Ich weiß nicht, wie das aktuelle Museum da reingepasst. Da reinpasst. Ach ja, stimmt, wir werden heute den Fluss machen. Das wird eine Aufgabe, Leute. Das sage ich euch aber jetzt schon mal direkt. So, wir haben auch 8 Uhr, dann können wir eben zum Laden flitzen. Oh, hallo Jesse. Emily. Ich hatte dich ja gebeten, Lukas etwas für mich zu bringen. Wärst du so lieb und würdest du es mir bitte wiedergeben? Ja, Lukas wollte es gestern nicht haben. Sorry. Tut mir leid, Emily, es tut mir leid. Bitte, rund um den Tag der Natur pflücke ich gerne Blumen und stecke sie mir dann in die Haare. Aber wo ich sie so drüber nachdenke, vielleicht sollte ich am Tag der Natur die Natur lieber in Ruhe lassen. Ja, stimmt, Emily. Das ist nicht aufgepasst, ne? Super. Hallo, Schlepp und Nepp, was habt ihr denn heute? Oh, ein Fernseher. Was sind denn die Rübenpreise? Rübenpreise. 59 Sterne. Also mit den Rübenpreisen, ne? Da habe ich echt kein Talent für. Oh, ich habe so viel. Oh, den habe ich schon. Das habe ich auch schon. Dann nur den Fernseher. Wie viel kostet der? 60.000? Ja, den nehme ich gleich, Leute. Dann können wir Switch spielen. Ne, da gab es ja so ein Easter Egg, glaube ich. Mal schauen. Gucken wir uns gleich an.
Was ist das hier? Braun Dinnerwand. Irgendeine Dinnerwand haben wir. Aber ich weiß nicht welche. Ich bin echt enttäuscht hiervon. Keine Ahnung. Ich finde es echt merkwürdig, dass es hier nur solche hässlichen Teppiche und Böden und Tapeten gibt. Verstehe ich noch nicht ganz so. Okay, ich habe jetzt 10.000 Blumen im Inventar. Wo stören sie als erstes nicht? Ich würde sagen, ganz unten rechts. Wer ist das denn? Ach, Nashorn. Nicht anreden, nicht anreden lassen. Geh weg, Nashorn, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So, doch, ich will dich verlieren, sorry. Ist jemand auf dem Marktplatz? Nee. Ah, KK, stimmt. Natürlich KK. Okay, dann platziere ich mal die Blumen hier hin. Weil hier stören sie mich halt überhaupt nicht. Ach, ich habe gestern einen Riebenfisch gefangen. Der Schatten war so groß, da dachte ich mir, komm, dann hole ich, dann packe ich mal meine Angel aus. Und ja, dann war es ein Riesenfisch. Ein Kiemfisch. So, Pflanzen, danke. Hier auch noch. So, und platzieren. Super. Ach so, hier, Blumen gepflanzt. Dankeschön. Danke, danke. Ich nehme die mit und verkaufe die, weil so brauche ich sie nicht. Dann gucken wir mal hier eben, ob hier Geld runter ist. So nicht. So nicht. Bei Edde können wir gleich nochmal vorbeischauen. Ne, habe ich. Edde. Ich gehe mal eben zu Edde. Falls Edde da ist. Weil der ist echt mega cool. Mega cool. Edde, bist du zu Hause? Ich glaube, du wohntest hier, ne? Edde, aber ich glaube, du schläfst. So wie es aussieht. Okay. Morgen, bin heute voll viel früher aufgestanden, als ich das als da müsste. Jetzt brauche ich Kaffee. Ich kann schon voll gut posieren. Hatscha! Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wenn man Hatscha machen muss. Das hast du mir doch schon gestern erzählt. Gib zu, du hast gestern was verbuddelt, Moritz. Angeblich war eine Sternis. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. So, hier haben wir auch noch 10.000 Blumen. Okay, ich suche noch nach dem Rezept. Andere suchen nach dem One Piece, ich suche nach Rezept. Das ist ja auch was, ne? Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und Gilliver könnte ja auch wieder da sein. Das darf man nie vergessen. Ich dachte gerade, die wäre roter als die hier unten. Oder? Ist aber das gleiche. Okay. Okay, da ist das Rezept. Super. Da haben wir was Gutes drin. Buntweichen-Türkranz. Haben wir den noch nicht? Oh. Cool. Haben wir noch nicht. Gucken wir mal schnell rein. Oh, schön in Blau. Oder lila. Weiß ich jetzt gerade nicht. So schnell konnte ich nicht gucken. Aber ich würde sagen blau. Ach, hier ist das Buch. Ich habe das Buch gefunden. Wow. Okay, dann gehen wir mal eben zu Lukas. Lukas, ich komme. Was? Was? Habe ich da was gehört? Lukas. Hä? Ich höre Stimmen. Naja, ich leg mich wieder hin. Hallo Lukas. Das gehört dir, oder? Hier. Oh, Mauser, nun werde ich endlich herausfinden, wie alles ausgegangen ist. Du hast mein Leben gerettet, dafür muss ich mich erkenntlich zeigen. Oh, ich krieg ein Möbel. Cool. Ein brandneuer, original verpackte Kaffeemühle. Nur für dich, Moritz. Danke. Danke, ich trinke doch gar keinen Kaffee.
Mann. Okay. Wir haben ein bisschen Platz, das heißt, wir müssen jetzt erstmal. Die Fossilien lege ich erstmal hier hin. Weil Dingsy Bums hat ja heute zu. Und hier werde ich sie irgendwann dann finden. Genau, das ist so jetzt mein. Eine Begierde. Ach, hier sind noch mehr von den neuen Blumen. Zack. Und mehr mache ich aber da nicht. So. Dann holen wir mal ein paar Pfirsiche. Oh. Oh Leute, ich habe gestern Clone Wars gesehen, ne? Und die Folge hat mich sehr, sehr sprachlos gemacht. Warte, habe ich gestern erst Clone Wars? Oh. Oh, habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt, ne? Auf jeden Fall, abends wollte ich dann The Mandalorian schauen. Aber irgendwie, ne, catcht mich die Serie nicht. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist die Serie nichts für mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht kann ich es mir ein bisschen denken. Weil, ja, die Gespräche, die wirken so ein bisschen auf mich so eintönig. Ich weiß nicht. So halt langweilig. Und ja, weiß nicht. Ganz komische Serie. Aber ich hoffe, in der zweiten, also ich werde sie trotzdem noch weiterschauen, ja. Keine Panik. Aber ich bin noch nicht so drin mit der Serie. Keine Ahnung. Vielleicht braucht die auch seine Zeit. Für mich zumindest. Auf jeden Fall, zweite Staffel werde ich auf jeden Fall gucken, weil Ahsoka dann dabei ist. Zwar nur als Nebenrolle, aber trotzdem. Trotzdem, ja. Genau. Was habe ich gestern gemacht? Dann wollte ich noch irgendwo. Dann habe ich König der Löwen angefangen. Habe ich aber nicht weitergeschaut, weil die Interessenten kamen dann irgendwann. Um 16:30 oder so und dann der nächste um 18 Uhr. Das war auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja. Sonst habe ich gestern noch Suppe gegessen. Ja. Und ich habe Hunger auf Pommes, Leute. Auf Pommes. Und ich glaube, ich habe Stresspickel bekommen. Anders kann ich mir die ganzen Pickel momentan nicht erklären. Weiß ich nicht, die waren von einem Tag auf den anderen da. Da dachte ich mir, okay, es kann dran liegen, dass ich gestern bei McDonald's war. Oder ich einfach nur Stresspickel bekommen habe, weil ich so viel aufräumen musste und so. Boah. Mann, 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 Mann. Ich glaube, wir haben genug Geld, oder? Für 60.000. 500 kriegen wir für jedes Ding. 1000, 2. Achso. Okay, warte. 500 mal das. 5000. 10.000, 15.000. 20.000, 25.000, 30.000. 40.000. 40.000 hätten wir. 14.200 hätten wir. Oder? Habe ich nicht erzählt? Oh Gott. Ja, ich weiß. Wir gehen einfach mal. Vielleicht reicht das ja. Ich bin guter Dinge, dass das reicht. Vielleicht machen wir den Umbau doch morgen. Dann werde ich mich darum kümmern, dass die Blumen da weg sind. Dann ist das meine Hauptaufgabe heute noch. Und dann können wir morgen endlich das verschieben. So, hallo. Will was verkaufen. Ich hab ein paar Pfirsiche. Und einen Riemenfisch. Und das da. Und Kaffeemühle kann ich mal behalten. Ja, hier, bitteschön. Ja, abgemacht. Super.
Und den Fernseher hätte ich ganz gerne. Ich finde die Farbe nur nicht hübsch. Ich hoffe, die kann man noch umgestalten. Ja, super. Tschüss, ihr beiden. Dann probieren wir das mal eben mit der Switch aus. Da bin ich jetzt echt gespannt. Man soll da irgendein Spiel spielen können. Aber ob das stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Weil ich nie einen Fernseher hier kaufen konnte. So. Da ist die Brücke. Ich laufe immer da unten hin, ne? Schrecklich. So. Jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. Steht die Switch überhaupt hier irgendwo herum? Weiß es nicht. Ne, steht sie nicht. Okay. Dann werde ich hier erstmal den Fernseher hin tun. So. Mach ich den mal an. Und dann Switch. Wo ist sie denn? Da ist sie. In die Tasche. Platzieren. Muss sie daneben sein? Wir probieren es aus. Okay. Jetzt hier an. Und dann da an. Also ich glaube, ich wurde verarscht, oder? Weil es sieht mir gerade nicht danach aus, dass man auf der Switch jetzt was spielen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wurde verarscht. Okay, Leute, das ist echt, das ist sehr, sehr traurig tatsächlich. Ich dachte, da kann man jetzt was drauf spielen. Ich wurde knallhart verarscht. Das fand ich echt nicht nett. Nee, nee, Fernseher, dafür gehst du jetzt aus. Du hast mich 60.000 gekostet, ja? So viel will ich nicht mal für einen realen Fernseher ausgeben. So, okay, ich würde auch keine Frucht für 500 Sternis kaufen. Das stimmt auch wieder. Ja, okay, Leute, dann mit dieser Enttäuschung sehen wir uns morgen wieder. Zu Animal Crossing New Horizons. Morgen ist Rühmtag, ne? Deswegen stellt euch alle einen Wecker. Denn sonst verpassen wir das, ne? Letztes Mal hatte ich es ja auch fast verpasst, aber dann habe ich gedacht, warte mal, im Rüben? Rüben? Oh nein, wir haben Sonntag. Ah! Okay, tschüss. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.